Ich bin überaus glücklich, dass wir einen so schönen Kurs dieses Jahr hatten. Wir haben es geschafft, 2,5 Tage ohne einen einzigen Dudelsackton über die Runden zu kommen. Wenn es einer sagen darf, dann ich. Aber wir haben es sehr genossen. Bloß heim, ne? Olpe. Wir haben als Thema die Lieder der Griechen und Türken bei uns im Kurs gehabt. Wie ihr alle wisst, zwei Nationen innerhalb Europas oder fast Europas, die es in sich haben. Die einen wollen sich nicht oder lassen sich nicht integrieren und die anderen sind pleite. Und miteinander haben sie Händel seit vielen Jahrhunderten und beschuldigen sich. Wir haben aber den Raki erfunden. Nein, der heißt Rake und Musuki und Baglamas, nein, das heißt Balama. Die Sprachwurzeln sind irgendwie manchmal sehr identisch und eigentlich bei allen Nicklichkeiten lieben die Länder sich. Vor allen Dingen im Schnittpunkt in der Ägäis, wo die griechischen Inseln direkt vor der türkischen Festlandküste irgendwie liegen. Die Kultur, das Essen, die Tänze, die Lieder, die sind sehr, sehr ähnlich. Und wir haben versucht im Kurs so die Gemeinsamkeiten und auch die Unterschiede ein bisschen rauszuarbeiten. Und das Ganze, indem wir unglaublich viel gespielt haben. Ich bin entsetzt. Ich habe 18 Stücke ausgewählt und wir sind jetzt schon durch. Und das Programm geht langsam zu Ende. Aber alles, was zwischen diesen Nationen an Nicklichkeiten da ist, ist vollkommen uninteressant für uns gewesen. Wir konzentrieren uns auf die Musik. Und die Musik ist schon immer eigentlich ein Medium gewesen, wo es friedlich irgendwie ein Zusammenleben irgendwie ermöglicht wurde. Sport und Musik ist immer gut. Bloß bei Musik gibt es in der Regel weniger Hooligans bei unserer Musik. Und das, was Charis Alexiou und Sylphie Livaneli und die ganzen berühmten Sänger der heutigen Zeit der beiden Länder gemeinsam gemacht haben, nämlich gemeinsame Konzerte, das machen wir, indem wir Lieder beider Länder in einem kleinen Kursabriss vorstellen möchten. Wir fangen an mit einem Lied aus der Tradition der Rebetes. Es waren die Griechen, die in der Türkei, vor allen Dingen in Smyrna und Istanbul ansässig waren und dann in den 20er Jahren zurückgeschickt wurden nach Griechenland, als sich die Republik, die der türkische Staat gebildet hat. Und sie haben ihre Sehnsucht nach der Türkei, nach ihrer Heimat, wo sie aufgewachsen sind, mitgenommen, in ihren Liedern verarbeitet, während sie dem Opium und dem Haschisch gefrönt haben mit irgendwelchen Spelunken von Athens Vorstädten. Wir haben schwer daran gearbeitet, um das Image dieser Rebetes einigermaßen hinzubekommen. Die Mohnfelder waren schon abgeerntet, leider hier in Brenzbach. Und wir haben uns halt an den Louis Trinker gehalten. Wir spielen euch nun ein Lied, Komm Fährmann aus Burnova. Das ist Paporaki to Burnova. Das ist eigentlich ein Stadtteil der Stadt Izmir in der Türkei. Die tiefe Sehnsucht eines Griechen aus Izmir, der sagt, komm Fährmann aus Burnova. Bring mich zurück nach Piräus, ich sehne mich nach der Heimat. Oder du Kutscher mit dem Festlandkarren, wie viel willst du dafür haben? Bring mich heim nach Athen. Und eine zauberhafte Melodie. Ich würde sagen, ein Uso für meine Freunde, ein Uso für meine guten Freunde. Paporaki tu Burnova. Thank you.
der Auswahl zu den Stücken, die bei mir sehr, sehr früh angefangen hat dieses Jahr, bin ich nach allen Kriterien vorgegangen. Die Melodie musste mir gefallen, als allererstes. Die Melodie musste mich irgendwie ansprechen. Dann habe ich geschaut, ob möglichst keine Vierteltöne drin sind von den Skalen, vor allem bei den türkischen Stücken. Und es sollte einigermaßen für europäische Musiker nachspielbar sein, dass ungefähr 95% der türkischen Lieder rausgefallen schon mal durch dieses Kriterium, durch dieses Sieb, weil die einfach zu schwer waren für uns. Und ein paar sind hängen geblieben, die mich zutiefst berührt haben. Es hat sich dann herausgestellt, dass fast alle dieser Lieder, die ich ausgewählt habe, Kriegslieder sind. Wir spielen jetzt ein türkisches Kriegslied, aber es ist eigentlich nur am Rande ein Kriegslied, denn der Krieg ist schon vorbei und das, was übrig bleibt von diesem Scheißkrieg, sind die Unschuldigen, die dafür gefallen sind. Und in diesem Lied von einem der bedeutendsten türkischen Liedermacher, Poeten, Schriftsteller, Dichter, Drehbuchautor, Politiker, Zülfü Livaneli, der hat dieses Lied geschrieben, Yiğidim Aslanim. Und Aslan ist der Löwe im Türkischen und mit dem Löwen bezeichnet man den Sohn, der der Stolz der Familie, der Stolz der Gesellschaft ist. Und mein Löwe liegt nun hier in dieser Erde, gestorben in einem Krieg, der so unnötig ist. Und er, der so rein war wie Brot und so klar wie Wasser, liegt nun hier vergeudet in der Erde. Yiğidim Aslanim. Yiğidim aslanım.
Spiele ich das kleine Baglamas und die Vlamisaden tanzt so schön den Kassilamas. Klatsche, klatsche, lass die Absätze deiner Stöckelschuhe auf den Betonboden knallen. Du bringst mich um Verstand und Leben mit deinem schönen Tanz. Schlag alles in zwei. Und zündet alles an. Ich werde bezahlen. Und dieses schöne Mädchen soll sich freuen, dass es dich hat, selbst wenn mein Baglamas dabei mitten in zwei bricht. Balamagia!
ein Video und türkische Davul. Noch ist es nicht zu spät. Wir haben quasi zugeschlossen, wie jedes Jahr. Wir haben das ganze Treppenhaus viermal anprobiert, ob es einigermaßen passt von der Integration. Ist der Tier weg mittlerweile? Oder ist immer noch ein bisschen da? Er ist gerade weggegangen.